Leute, Eddie. Schon ein wenig ins Land. Wie man sieht, ist es noch immer mit den Temperaturen nicht so optimal bei uns. Wir haben noch Minusgrade. Auf jeden Fall ein paar. Und das Lustige daran ist, wie wir fast 20 Grad Minus gehabt haben, hat ein Betreiber eines Laufhauses dieses für Obdachlose geöffnet, damit die einen warmen Unterschlupf bekommen. Es hat natürlich einige gegeben, die haben sich da drüber beschwert, weil sie gemeint haben, was haben Damen des horizontalen Gewerbes mit Obdachlosen gemein. Aber ich finde das eine tolle soziale Geste. Es hat immerhin genug Erfrorene gegeben in Österreich. Die Anzahl weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren so um die 30. Und mit dieser Aktion hat jemand ein Zeichen gesetzt und dem ein bisschen entgegengewirkt. Österreich hat, oder zumindest Wien, hat natürlich den riesigen Vorteil, wir haben gar nicht so viel Obdachlose und es gibt auch genug Einrichtungen, religiöse Einrichtungen, die für die Obdachlosen dann entweder Quartier oder auch Essen stellen, zur Verfügung stellen und ja, so hat es heuer dann dementsprechend weniger gegeben, weniger Personen, die mit Erfrierungserscheinungen an irgendwelchen Extremitäten, also Händen oder Füßen, eingeliefert worden sind im Spital, beziehungsweise wirklich Erfrierungstote. Das Wetter wird besser. In Wien gibt es schon 2-3 Grad plus. Aber wie man so schön sieht, der Schnee hält sich trotzdem sehr hartnäckig. Ich möchte auch gar nicht mehr weggehen. Motorradfahren ist momentan überhaupt nicht zu denken. Heute in der Früh hat es glattes Warnung gegeben. Wie immer wieder mal in den Autobahnen rund um Wien und natürlich am Land. Einige LKW, die wegen Glattes Unfälle verursacht haben oder natürlich quer gestanden sind. In der Früh, wenn man den Verkehrsfunk hört, ist das eigentlich Standard. Ja, da seht ihr ein paar nette Felder mit Schnee überzogen. Ja, der Standard hört erst wieder auf, sobald es wieder etwas wärmer wird. Und ja, auf das Wetter freuen wir uns alle. Ich habe natürlich schon einige Ausfahrten mit meiner Partie geplant. Und ich werde euch natürlich auch einige Videos wieder reinstellen. Eine Ausfahrt mit meiner Partie wird sein in den Halle Saloon. Der wird euch gefallen. Ein Saloon im Stil von einem Western Saloon. Schaut wirklich sehr gut und urig aus und den werden wir besuchen. Dann werden wir natürlich auch einige schöne Straßen abfahren und ja, klar, ihr werdet das natürlich als Video sehen. Ich habe dann vor, dass ich diese Ausfahrt als schönes Video hineinstelle. Die uninteressanten Stellen schneiden wir wieder mal raus, weil gerade Straßen werden euch kaum interessieren. Und ja,
Ansonsten ist noch geplant, heuer die Harleys Bike Week zu besuchen am Fack am See. Das ist heuer die 12., nein, die 15., entschuldigt, die 15. Harley Bike Week im Fack am See. Und ist geplant, 3 Tage hinzufahren. Auch von dort werdet ihr einige nette und schöne Videos bekommen, sofern das mit dem Quartier in Ordnung geht. Und ja, ich hoffe, es gibt dann einige spektakuläre Videos, die ich wieder auf YouTube stellen kann und bloggen kann. Abgesehen von schönen Bikes werden wir uns auch das Bikewash anschauen und natürlich das Rockzelt besuchen. Die samstägige Ausfahrt ist geplant mitzumachen und euch einfach ein paar nette Eindrücke von dem Ganzen zu übermitteln. Ja, ich hoffe, ich kriege genug Material zusammen. Und ja, freue mich, wenn ihr dann hineinschaut, meine Videos wieder anschaut. Vor allem dann von den Ausfahrten. Zurzeit ist es einfach nicht möglich, Bike-Videos zu machen. Bei der Straßenglätte und bei den Wetterverhältnissen, die wir bis jetzt gehabt haben, war das einfach nicht möglich. Diese Straße, wo ich jetzt gerade fahre, war bis vor 2 Wochen eigentlich noch absolute Schneefahrbahn. Und alle Strecken, die man zurückgelegt hat, hat man einfach viel, viel mehr Zeit einkalkulieren müssen. Und es war extrem rutschig und für viele Berge waren auch Schneeketten vorgeschrieben, also Schneekettenpflicht. Und ja, jetzt hoffen wir, dass dann im März einfach angenehmere Temperaturen schon kommen und wir dann mit den angenehmeren Temperaturen natürlich unser Bike schon herrichten können und dann auch die ersten Ausfahrten